wenn ich hätte sehen können, dass die Rechtsprechung, seitdem ich als Anwalt zugelassen wurde, irgendwelche Fortschritte gemacht hätte. In der Wissenschaft und der Mathematik wurde die Welt neu erschaffen. Selbst in der Religion gibt es eine modifiziertere, breitere Haltung. Die ganze materielle Welt wurde erneuert. Aber die Gesetze und ihre Administration sind stets erstarrt und steinhart geblieben, trotzend der Zeit und der Ewigkeit und allen Veränderungen unserer Tage und unseres Zeitalters. Niemand hatte es so schwer wie die Bergarbeiter in Pennsylvania. Männer, die in 12-Stunden-Schichten arbeiten, 365 Tage im Jahr, nicht einmal an Thanksgiving oder Weihnachten frei. Männer, deren 10-jährige Töchter in den Spinnereien nebenan arbeiteten, für 4 Cent in der Stunde. Mit Liebe überwinden. Ich plädiere für die Zukunft. Ich plädiere für eine Zeit, in der Hass und Gewalt nicht mehr die Herzen der Menschen beherrschen werden, in der wir durch Argumente und Urteilskraft und Verständnis und Vertrauen lernen, dass jedes Leben es wert ist, gerettet zu werden. Und dass Gnade die höchste Tugend des Menschen ist. Du arbeitest im Steinbruch, Johnny McGaffrey. Wie alt bist du? Wann hast du Geburtstag? 11.
Letzte Nacht habe ich von den Bestrebungen des alten persischen Poeten Omar Khayyam gelesen. Sie schienen mir das Höchste, was ich mir vorstellen kann. Ich wünschte, sie wären in meinem Herzen. Und ich wünschte, sie wären in den Herzen aller. Ich werde eingeschrieben sein in das Buch der Liebe. Ich kümmere mich nicht um die erhabeneren Bücher. Löscht meinen Namen oder schreibt ihn, wie ihr wollt. Ich werde eingeschrieben sein in das Buch der Liebe.